Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das letzte Mal haben wir ja dieses Dixi-Klo und die Kabeltrommel mitgenommen. Jetzt holen wir schnell den Transformator. Transformator? Den Generator. Eieiei. Den Generator. Dann haben wir nämlich die Baustelle erledigt. Ich hoffe, weil auf der 4er-Version, da hatte ich das Problem, dass das ein Bug war. Ich habe den Auftrag beendet. Und der hat das dann nicht angenommen. Also ich konnte nicht zum Polier den Auftrag beenden. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. Das ist komischerweise nur dieser Auftrag. Mal sehen. So, dann fahren wir da zurück und fahren wir da lang. Das Kürzer. So. Genau, da müssen wir lang. Dann bringen wir den Generator schnell dahin. Los heute auf der Straße, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Aber der Polier steht da schon, sehe ich. Machen wir das hier auch. So. Mal das ab. Ja. Perfekt. Da funktioniert das. Aber wie gesagt, auf der 4er ist das richtig verpackt. Da habe ich das, glaube ich, fünfmal machen müssen, damit das akzeptiert wird. So. Und den zurücksetzen. Und den Auftrag abgeben. Ich habe mir so ein bisschen was überlegt, so, ne? Dass wir vielleicht, dass wir abwechselnd machen, dass wir immer einen Auftrag machen von der Kampagne, dann wieder einen normalen Auftrag. Aber das sind auch halt viele Aufträge dabei, was nicht so lange dauern, ne? Diese normalen Nebenaufträge. Was halt viel dabei ist, ist Straßenbau. Ne? Da müssen wir viele machen. Ich kann euch das mal kurz zeigen hier. Also Straßen sind echt viele dabei. So Lagerhalle bauen, das ist auch mal ganz nice. Ne? Oder hier. Wisst ihr was, das mit den Paletten, den Transport können wir machen, weil wir sowieso in der Nähe von dem Dings sind. Von dem Baustoffhandel.
Dann nehmen wir das nämlich mit und dann machen wir das jetzt, wenn wir da eh schon sind. Da brauchen wir nicht viel. Das ist an Materialien, da brauchen wir bloß Dachziegel und Dampffolie. Das nehmen wir mit, dann fahren wir das schnell dahin und dann haben wir das auch, würde ich sagen. Oder machen wir doch, klar, machen wir. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das. So. Dann fahren wir zurück zum Baustoffhandel, nehmen wir das gleich mit und dann. Ich hoffe, wir kriegen alles da drauf, aber müsste, ne? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid und dieses Projekt mitverfolgt. Dann wollen wir das mal mitnehmen. Ganze mit hier. So. Natürlich kann man das auch viel einfacher hier machen. Ne? Man drückt hier auf den Filter und dann hast du halt schon direkt, was du brauchst. So, dann laden wir mal auf. Aber das müsste eigentlich drauf gehen. Ja, easy. So. Fahren wir zu dem Haus dahin, zu dieser Baustelle, liefern das ab und dann haben wir schon wieder einen Auftrag erledigt. Heute ist ja Mittwoch, eigentlich kommt ja immer dienstags der Bausimulator, aber ich hatte gestern keine Zeit. Deswegen lade ich euch das heute hoch. On the Road ist schon auf dem Weg. Das müsste heute auch drauf sein. Folge 9 und 10. Aber ich habe schon ein bisschen vorproduziert. Tomb Raider kommt morgen, da habe ich auch schon ein bisschen vorproduziert. Da kommt morgen 2 Folgen. Ich habe ja diese Mafia-Trilogie, das habe ich ja schon mal angesprochen. Ne? Das werde ich auch noch hochladen. Aber das muss ich aber erstmal anzocken. Was bis jetzt. Ne? Ich habe auf jeden Fall auch sowas Bock. Ne? Das ist alte Spiele, ich liebe das. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter, Bausimulator. Ja, das war so klar. Ne? Und den auch noch überfahren. Gott sei Dank geht das nicht, ne? Zum Glück. So. Jo, erstmal Party. So, da. Da sind wir schon fast. Da ist das Haus. Ja, dann hätte man den Auftrag nämlich auch. Gehen, ne? So. Das Ganze muss da hoch. Perfekt. Machen wir mal die Ziegel als erstes, würde ich sagen.
Nee, nicht gegen den Baum. Doch. Stellen wir das mal rein. Einmal. Nächste. Ups. Batu. Aber ich freue mich, dass es euch gefällt hier. Mache. War nicht. Nehmen wir mal die Dampffolie. Und noch ein Paket Ziegel, dann haben wir den Auftrag auch erledigt. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob das eine gute Idee ist, dass man sagt, okay, wir machen so einen Auftrag und dann, dass wir das abwechselnd machen. Dass wir praktisch einen Kampagnenauftrag und dann da diesen machen, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Ich finde, das ist schon eine gute Idee. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen, ob das so okay ist dann für euch. So, dann wird er auch erledigt. Dann können wir mit dem Polier reden. Sehr schön. Dann wäre das Haus auch fertig, dann hätten wir das Dach gedeckt. Sehr schön. Wunderbar, Auftrag abgeschlossen. So, dann wollen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Und zwar gehen wir in die Kampagne, haben wir gesagt. Ne? Wir können hier das Prestige-Projekt machen. Unterstütze den Investor dabei, dass er
das Image der Stadt zu verbessern. Neue Hotels und Freizeitanlagen, die Modernisierung der Altstadt und der Bau einer neuen Brücke. Es steht einiges an. Ich denke, das können wir mal beginnen, weil letztes Mal haben wir die Umweltbeauftragte gemacht. Da würde ich sagen, dann machen wir den jetzt hier und schauen uns das mal an. So, der erste Lückenschluss. Bisher führt nur eine unbefestigte, nur ein unbefestigter Weg zum Bauplatz der zukünftigen Hotelanlage. Es muss eine stabile Zufahrt angelegt werden, um den Platz für schwere Baumaschinen erreichbar zu machen. Das werden wir tun. Ich würde sagen, das machen wir. Materialien brauchen wir noch nicht. Das ist die Einweisung. Hier brauchen wir eine Planierraupe wieder mal. Und eine Erdbauwalze. Das ist erstmal die erste Vorgehensweise. Dann müssen wir Kies liefern und natürlich mit der Erdbauwalze das verdichten. Und dann müssen wir das teeren. Okay. Gut. Gut, gut. Dann machen wir das doch. Dann holen wir jetzt erst diese Planierraupe. Gehen wir mal rein ins Geschäft, würde ich sagen. Hier haben wir den Fahrzeughandel. Achso, warte, dann müssen wir den erstmal annehmen. So, jetzt. Genau. Dann gehen wir da in den Fahrzeughandel. Da oben ist das. Okay. Hier oben wäre das. Ist dann das nicht näher? Ich denke ja, ne? Dann gehen wir da. Aber eigentlich ist das egal, wir können den eh nicht fahren. So, dann machen wir die Planierraupe. Die müssen wir auch mal kaufen, ne? Ich bin am überlegen, welche das wir kaufen, weil ich finde die richtig gut. Wartet mal kurz den Filter. Und zwar die hier, ich finde die echt gut. Diese Caterpillar. Auch noch eine. Aber mit der werden wir ewig brauchen, denke ich. Die hat auch einen Reißer, sehe ich. Bestellungsraum. Nein, nein. Kein Reißer, aber das war doch. Doch, doch, die hat tatsächlich Aufreißer noch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Welche nehmen wir denn da? Weil wir brauchen auf jeden Fall eine. Die Erdbauwalze, die brauchen wir auch noch. Da holt man dann eine Promag, würde ich sagen. Wir haben jetzt 300.000. Kosten würde die hier 167 und wieder. Ja gut, die ist schon teuer, ne? Nehmen wir die da vom Case. Ne, welche war das? Quatsch. Wieder war das. Die LH von Lieb her. Aber Liebe haben wir schon, ne? Immer Case, oder? Meine von Case. Genau, machen wir das. Kaufen wir Case. Die kaufen wir jetzt. Kaufen wir die. Das ist halt schwierig, ne? Die hat halt einen Reißer mit dabei, falls wir den mal brauchen.
Ach egal, komm, wir kaufen die jetzt. So, dann kaufen wir die. Und den Dings brauchen wir auch mal, den hier. Diesen Schwarzdeckenfertiger. Der kostet 300.000, kostet der. Da gibt es aber noch einen anderen. Den hier, aber der ist auch so teuer. Gut, jetzt machen wir erstmal das. Jetzt haben wir erstmal die gekauft. Weil die brauchen wir immer. Planierraupe brauchen wir immer. Und eine Erdbauwalze brauchen wir auch. Dann nehmen wir. Was nehmen wir denn für eine? Achso, das ist Asphalt. Caterpillar. Die sieht ja süß aus, ne? Warte mal, schauen wir mal. Schauen wir mal, da haben wir eine Bomark. Was halt? Wir hätten da noch eine Erdbauwalze von Hamm. Sollen wir die da nehmen? Die ist nicht so teuer. Nehmen wir die, komm. Dann haben wir die auch gekauft. Die werden wir auch öfter brauchen. Das halt war jetzt auch nicht verkehrt, ne? Und dann nehmen wir eine andere. Ach, der ist ja süß, der Unimog. Kostet 79. Aber nochmal von Hamm. Von Wacker. Egal, gut. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Stellen mal da ein in die Geräte. Jetzt haben wir eine Erdbauwalze mal gekauft. Wir brauchen noch eine Asphaltwalze. Die kaufen wir auch noch, weil Diesen Schwarzeckenfertiger, den brauchen wir eh noch. Aber jetzt steigen wir erstmal in das da ein hier. So. Und ab zur Baustelle. Zack, dann dahin. Mal schnell also. Direkt. So, da wären wir schon. Dann müssen wir mal mit dem Mann reden da unten. So. Ich hoffe, die Herfahrt war nicht allzu nervenaufreibend. Schrecklich, wie es derzeit in der Stadt zugeht, nicht wahr? Überall herrscht Hektik. Alles ist eng und stickig und voller Abgase. Wenig einladend. Dabei hängen vom Image der Stadt auch wirtschaftliche Faktoren ab. Beispielsweise der Tourismus. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und der Stadt ein sehr teures Grundstück in bester Lage abgekauft. Dort will ich seit langem eine luxuriöse Hotelanlage errichten lassen, einen Ruhepol, vor allem für die Besserverdienenden. Und du hast die verantwortungsvolle Aufgabe, dieses Projekt für mich durchzuführen. Leider fehlt noch ein letztes Stück der Zufahrt bis zum eigentlichen Bauplatz. Der erste Schritt wäre also, die Zufahrt fertigzustellen.
So. Und das ist dieser Moment, wo man wieder merkt, dass das Nitro aus war. So. Dann fahren wir das dann noch. Dann müsste das eh reichen. Ich habe das vorher nachgeschaut, ob wir das auch auf Mittel haben, weil ich rede und rede und rede. Und dann sehe ich, dass ihr mich gar nicht hört. Ich muss mal mir das merken, dass der Controller, wenn ich irgendwas mache, der schaltet dann diese Sprechfunktion aus. Mal ein bisschen aufpassen. Ich sehe dann da auch nicht, dass das Licht aus ist. An ist, meine ich. Und dann könnt ihr mich nicht hören. Das ist natürlich dumm. Ne? Mal gucken, vielleicht hole ich mir mal ein anderes. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt Keys liefern. So, dann machen wir hier mal das Licht aus. So, steigen da aus und gehen in unseren Kutschenwagen. Den wir... Quatsch, da wollte ich. Genau, unser Brötchenwagen. Jetzt schauen wir mal, wie weit das ist. Ja, das wäre nicht gar so weit. Dann können wir mal ein bisschen fahren. So. Ja, das sind immer diese Momente, ne, wo man dann merkt, aha, das ist so. Ich muss mal ein bisschen darauf achten, dass sich das einschaltet, weil wenn ich mal kurz Pause oder so drücke, dann schaltet sich das Licht von dem Controller wieder ein, das heißt, dass die Sprechfunktion dann aus ist. Deswegen muss ich schauen, ich muss mir vielleicht mal ein Wireless Headset kaufen, weil ich habe eins, das man an Controller ansteckt. Dann kaufe ich mal eins, links Wireless Headset. Dann passiert sowas nicht. Ich rede und rede und rede und ihr hört mich gar nicht, weil... Boah, Bruder, was ist das für eine Bremse? Ich habe schon 8 Kilometer vorher gebremst. So. Deswegen. Jetzt habt ihr natürlich da während dem Planieren nichts gehört und so, ne? So, dann werden wir jetzt Keys, aber das können wir eh befüllen mit unserem Hilfsarbeiter, brauchen wir nicht extra ins Kieswerk jetzt fahren, das ist soweit. Außerdem ist es für euch dann zu langweilig. Das mache ich dann mal, ich muss sowieso mal ein bisschen rumfahren und sowas, weil wenn wir das auf Platin wollen, dann müssen wir da sowieso einiges machen. Wir müssen einige Kilometer fahren, ich weiß jetzt gar nicht, 1000 glaube ich sind das. So. Dann fahren wir zur Baustelle. Dann werden wir den befüllen hier mit Kies. Dann machen wir das und dann holen wir diese... Achso, die Erdbeerwalze haben wir ja noch. Die brauchen wir ja dann. Und dann müssen wir asphaltieren. Sieht schon nice aus so, ne? So. Boah, yo, das ist, wenn man auf die Karte guckt, ne? Ein paar Meter noch, dann haben wir das geschafft. Gut. So, da sind die Steine. Sehr schön.
So, da wären wir doch. Ach, da können wir doch gleich hier anfangen, würde ich sagen. Machen wir das. So. Dann füllen wir den. Mit Kies und auf geht's. Sehr schön. Machen wir das wieder runter hier. Machen wir das zurück. Und dann neue Befüllung. Und auf geht's. So. Und die letzten paar Tropfen. Okay, da haben wir gut. Dann fahren wir den da hoch. Sehr schön. Und dann können wir den verdichten mit unserer Walze. Steigen wir da ein. Machen wir dieses Dünnlicht an. Ein bisschen drehen, so. Fahren wir nochmal richtig hin. So, so wird es jetzt passen eigentlich, ne? So. Dann schalten wir die ein. Und auf geht's. Ganz zurück. Sieht gut aus. Das Ganze nochmal vor. Und schon haben wir die Hälfte fast.
Sehr schön. Schon ein langwieriges Ding da mit der Erdbearbeitung, ne? Ein bisschen. Aber was muss, das muss. Dann noch asphaltieren und dann haben wir das auch. Sehr schön. Ja, dann gespannt, dieser Hotelbau, ne? Das wird noch ein langwieriges Ding, meine ich. Aber lass uns überraschen, auch nicht drauf. Noch 8%. 5%. Zurück und dann müssten das 100 schon sein. Okay, noch ein bisschen. Aber jetzt. So, sehr nice. Dann können wir die ausschalten. Schauen wir darüber. Schauen wir uns das Ganze an. So. Hat doch gute Arbeit geleistet. So, jetzt brauchen wir diesen Erdbauverdichter, wie heißt er? Diesen Schwarzseckenfertiger. Ich würde sagen, weil wir den sowieso brauchen. Wir müssen viele Straßen machen. Ich würde sagen, wir kaufen den. Und was stoppert dich? Ich würde sagen, dass wir den kaufen. Und zwar würde ich die hier kaufen. Wo ist sie denn? Die hier, aber das ist nicht so. Okay, wir können uns eh nicht leisten. Dann kaufen wir den Asphaltwalze. Nehmen wir die hier von Wacker. Nehmen wir die oder die? Also das Erdbau. Nehmen wir die, würde ich sagen. Nehmen wir die, dann kaufen wir die, die kostet 79.000, dann hätten wir die auch schon mal. Und das nächste Mal kaufen wir uns dann Dings. Dann würden wir die jetzt leihen. Dann mieten wir die. Zack. Dann holen wir die her. Stecken wir ein und holen wir die. Einen Schluck Kaffee. So, dann ab zur Baustelle. Das Gute ist, dass wir diesen Hilfsarbeiter haben. Ne? Da müssen wir nicht immer mit LKW da befüllen, da befüllen. So, dann fahren wir mal die raus. Aber erstmal hier, ne? Licht an. Zack. Ja, das muss. So, da, da. Dann drehen wir mal kurz die Kamera. Ja, Kamera drehen. Hier. So. Mal sehen.
Der Baum. So. Mal ein bisschen näher machen. Da ein bisschen drehen. Zurück. Wir müssen das ein bisschen hier, weil wenn man das ausfahren, das hintere Teil, damit das wahrscheinlich zu lang werden. Aber das sehen wir jetzt gleich. Das fahren wir jetzt schnell aus. Perfekt. Genau das meinte ich nämlich. So, aber ich glaube, das sieht gut aus. Da kann man das. Ist die gerade? Nee. Aber jetzt ist sie gerade. So. So. Dann befüllen wir das gute Ding. Und dann lassen wir das mal ab. Und auf geht's. So. Ich bin gespannt, wie viel das wir brauchen. Also bin ich nicht ganz in der Kante. Ziehe ein bisschen nach rechts. Okay. Also es ist schwierig mit den Triggern das gleichzeitig zu machen. Also wir können tatsächlich eine ganze Bahn fahren. Dann tun wir das nach oben. So, dann drehen wir das Ganze. So, lala. Okay, dann lassen wir den ab. Oh, nein, 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 nein. So. Und auf. So, die Hälfte haben wir. Ah, sehr schön. Ein bisschen vor, zack, fahren wir das hoch, einmal drehen. Oh mein Gott, ich habe schon wieder vergessen die Aufnahme, ne? Schon wieder rum eigentlich die Zeit. Aber jetzt machen wir das noch schnell zu Ende hier. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt in der nächsten Folge. Beenden wir das. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir machen das in der nächsten Folge dann fertig. Und ich sage Dankeschön fürs Anschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.